Bitcoins und Kryptowährungen sind natürlich in aller Munde und die Gier der Menschen beweist es eigentlich immer wieder mal, wie planlos man sein gesamtes Vermögen auf höchst spekulative Weise durchaus aufs Spiel setzen kann. Ja, es gibt einige Beispiele, bei denen Menschen durch zum Beispiel Bitcoins reich geworden sind. Ja, die gibt es und eben jene Beispiele werden auch immer und immer wieder gerne genannt. Doch nicht genannt werden hingegen die vielen, vielen Tausenden von Anlegern, die ihr ganzes Geld faktisch verloren haben. Ich bekomme täglich Zuschriften von Zuschauern, die unbedingt bei Bitcoin beispielsweise einsteigen und von mir jetzt wissen wollen, was ich persönlich davon halte. Nun, meine Antwort ist meist kurz und knapp und zwar halte ich persönlich nicht allzu viel davon. Bitcoins sind nämlich meiner Auffassung nach eine rein spekulative Währung, die durch nichts wirklich gedeckt ist. Sprich, es gibt keine materielle Deckelung, wie zum Beispiel durch Gold oder Geldreserven bei einer Zentralbank. Und das virtuelle Geld ist vielmehr ein reines Spekulationsgut. Und egal, was man ihnen sagt, Bitcoins sind auch nicht 100% faktisch sicher vor Hackern. Auch wenn die Blockchain-Technologie dezentral und verteilt ist, kann bereits ein 51% Angriff der Blockchain aus dem Gleichgewicht bringen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist das zwar durchaus unwahrscheinlich, aber wer weiß, was in 15 oder vielleicht sogar 15 Jahren möglich ist. Denn die Gefahr von Cyberangriffen auf Banken, aber auch auf Kryptowährungen steigt und wächst Tag für Tag. Und auch die EZB bekommt langsam, ganz offen gesagt, kalte Füße und schlug bereits im Februar diesen Jahres Alarm, indem sie darauf aufmerksam machte, dass Hackerangriffe unser gesamtes Finanzsystem letztendlich bedroht. Und übrigens, Wallets, die zur Aufbewahrung von Kryptowährungen dienen, sind hingegen noch einfacher zu knacken oder zu hacken als die Blockchain. Entsprechend gibt es natürlich aktuell immer wieder erfolgreiche Hackerangriffe. Leider Gottes auf Personen und Webseiten. Außerdem sind die Schwankungen extrem hoch und schnelle Gewinne sind dadurch natürlich zwar möglich, aber nur mit einem sehr, sehr extrem hohen Risiko. Vor allem unerfahrene Anleger gehen sehr, sehr große Risiken oft ein und können faktisch alles verlieren über Nacht. Im November übrigens 2023, ganz interessant, gab sogar die EZB-Chefin Frau Christine Lagarde zu, dass ihr Sohn sich mit Kryptowährung völlig verzockt hatte und fast all sein Geld verloren hat, das er mal investiert hatte. Zwar hat sich der Bitcoin seit der Erfindung natürlich im Jahre 2009 zu einem globalen Phänomen schon entwickelt und mit über 190 Millionen Nutzern weltweit scheint natürlich der Bitcoin auch ein Paradebeispiel für eine dezentralisierte und demokratische Finanzwelt zu sein, doch ein genauer Blick offenbart genau eigentlich das Gegenteil. Denn nur ein ganz kleiner Kreis von Individuen und Institutionen kontrolliert einen ganz erheblichen Anteil des gesamten Bitcoin-Vermögens. Und das nährt natürlich zwangsläufig auch natürlich den Verdacht auf regelmäßige Manipulationen. Dennoch sind aktuell 71,5% der Bitcoins auf nur 2% der Adressen verteilt. Ja, Sie haben richtig gehört, 2% der Adressen. Dabei ist wohlgemerkt zu beachten, dass Riesen wie BlackRock beispielsweise sehr interessiert und auch sehr involviert im Bitcoin-Handel sind. Wie viele Anteile der Kryptowährung sie insgesamt kontrolliert, ist zwar nicht klar ersichtlich, aber offizielle Verlautbarungen gehen von 1-2% Eigentümergemeinschaft durch BlackRock, State Street und Vanguard aus. Und eben jene dieser Konzentration von Bitcoin in den Händen weniger vor allen Dingen der Mächtigen stellt eine massive Herausforderung für das propagierte Ideal der Dezentralisierung dar. Während Bitcoin als demokratisches oder dezentralisiertes Finanzsystem konzipiert wurde, zeigt natürlich die Realität, dass ein großer Teil des Reichtums und der Macht in den Händen einer wirklichen Vermögenselite liegt. Und diese Konzentration kann natürlich durchaus zu Marktmanipulationen führen und die Stabilität auch einer entsprechenden Währung beeinträchtigen. Dabei ist übrigens auch noch Folgendes zu berücksichtigen, dass Bitcoin ein absolutes Fantasiegebilde ist, also eine reine, für meinen dafür eine Luftblase, die auf dem guten Glauben jener beruht, die darin investieren. Neben Bitcoin gibt es natürlich bekanntlich auch noch hunderte
andere Kryptowährungen, die fast alle nach dem gleichen Prinzip mehr oder weniger doch arbeiten und geschaffen wurden. Lassen Sie eine Investition daher besser meiner Meinung nach bleiben, denn ich kenne sogar Menschen, die Kredite dafür aufgenommen haben, was natürlich ganz fatal ist und dann natürlich nicht nur ihr Investment verloren haben, sondern auch einen Riesenkredit weiter an der Backe haben. Ich als konservativer Anleger, der Risiken so gut wie ausschließlich oder minimieren will, halte deshalb nicht viel von diesen Währungen, mit denen man seinen gesamten Einsatz in Sekundenschnelle mal eben verlieren kann. Für manche mag das altmodisch, weiß ich, klingen. Ach, mein konservatives Sachwerteportfolio macht seit Jahrzehnten Gewinne, und zwar auch ohne Bitcoin und Co., was Kryptowährung betrifft. Und auf welche Investments und Strategien ich bei meinem Sachwerteportfolio speziell setze, das erfahren Sie übrigens in meinem brandaktuellen Online-Investment-Workshop. Dort bekommen Sie endlich mal auch wirklich Klarheit, welche Geldanlagen im Rahmen eines gesunden Risiko-Rendite-Verhältnisses aktuell überhaupt noch Sinn machen und damit Sie Ihr Geld sicher auch besser durch die Krise bringen. Und Sie wissen ja, wenn die eine Krise vorbei ist, kommt die nächste, und dabei ist es wichtig, dauerhaft gut, klug investiert zu sein. Unter dem eingeblendeten Link, der nochmal hier unter diesem Video in der Videobeschreibung zu finden ist, können Sie sich jetzt schon zu Ihrem Wunschtermin anmelden. Und passend dazu habe ich auch erst vor kurzem noch ein interessantes Video veröffentlicht, ob man einen größeren Geldbetrag zum Beispiel in der jetzigen Zeit eher schrittweise oder auf einmal investieren sollte. Ich habe Ihnen das Video mit der entsprechenden Antwort hier links auch nochmal entsprechend eingeblendet. Klicken Sie auch dort mal drauf, informieren Sie sich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin beste Finanzerfolge, erfolgreiches Investieren. Alles Gute, Ihr Klaus Robbel.